Keynote hier hinten her? Ich glaube, irgend sowas war da, ja. Oh. Hallo, hallo. Ja, es wird schon leiser. Wenn ihr quatschen möchtet, geht in einen anderen Raum, geht nach draußen. Hier geht es jetzt einen Vortrag über Joomla 4, die Organisation und Architektur. Also, los geht's. Ich bin der Marco Dings, ich bin der Gutaussehende, haben wir uns eben verabredet. Der andere ist der Nils. Hey. Ich koordiniere die nächste Release von Joomla, Joomla 4. Wir möchten uns vorstellen und euch sagen, was das Projekt beinhaltet und auch euch, wie sagt man, unterrichten über die Architektur und das Innern von Joomla 4. Also, was könnt ihr erwarten? Ich mache dies hier, das linkere. Was könnt ihr erwarten? Joomla was? Und die Architektur, das macht der Nils. Also wir stehen jetzt zu zweit, aber es ist ein ganzes Team, das hier die Grundlagen gelegt hat für die Architektur. Das war in Dänemark vor ein paar Monaten, haben sich hier diese neuen Leute zusammengetan und haben uns über die Architektur unterhalten. Wenn ihr nachlesen möchtet im Detail, was wir da besprochen haben und was wir uns entschieden haben, dann könnt ihr das in auf volunteers.joomla.org. Ja, ich verwechsel sie. Also volunteers.joomla.org, Architecture Working Group, da gibt es ein Decision Document, könnt ihr alles im Detail nachlesen. Also Chris Davenport, der Nils, George Wilson, Nicholas Dinosopoulos, Michael Babka, der Robert, ich selber, Andrew und Hermann. Die letzten Andrew war virtuell dabei, Hermann physisch, aber mittlerweile hat sich der Andrew verabschiedet und auch der Hermann. Jetzt könnt ihr das denken, Joomla 4, das ist nur Code, nur Architektur, nichts ist weniger wahr. Wir möchten das jetzt etwas anderes machen. Das Grüne. Es gibt hier verschiedene so schöne Zirkel. Das Grüne steht für die Architektur. Die Planung, die Konstruktion, alles was dem Technischen nachkommt. Aber wir haben uns gedacht, okay, wir können das nicht und wollen das auch nicht alleine machen. Wir können das besser machen wie früher. Da kommt das Orangene ins Spiel. Die User Experience. Das Backend von Joomla ist, würde ich mal sagen, nicht optimal. Da könnte schon einiges verbessert werden. Dazu haben wir jetzt nebst der Architektur und Coding Group eine UX Group. Die macht ganz viele Untersuchungen jetzt und wir arbeiten nah zusammen. Dann gibt es das Rote, das ist halt das Marketing. Wie kommunizieren wir nach außen zu den Endnutzern, aber auch zu den Entwicklern. Denn das Letztere haben wir vielleicht weniger gemacht und auch zu spät früher. Wir möchten jetzt früh anfangen, sobald wir was wissen, das zu kommunizieren, dass jeder, der es wissen möchte, vorbereitet sein kann und das nicht, wenn wir Joomla 4 fertig haben, so eine kleine Nuklearbombe hochgeht und dann alle rumrennen wie Hühner, die erschreckt wurden, so erschreckte Hühner. Nee, wir wollen dann, dass das ganz gut abläuft. Aber noch eins, das Blaue, mindestens so wichtig, Unterricht. Wir möchten
Unterricht machen, Blogpost, wie soll man seine Komponente umschreiben, wo soll man darauf achten. Wir haben vor, Workshops zu halten, damit jeder, der es wissen möchte, vorbereitet sein kann. Also die Kernarchitekturgruppe habe ich schon vorgestellt, sind aber noch viele mehr dabei für die Architektur, sind hier auch anwesend. Man sieht, der grüne Rand ist Architektur, der orangene Rand ist dann UX, rot wäre Marketing und Education, also Unterricht, haben wir noch nicht gestartet. Die ersten neun und die jetzt noch verbliebenen, das sind die, die in ein paar Wochen dann zusammenkommen werden. UX, die Orangenen und die Grünen, die Coder, damit UX und Coding und Architecture auch richtig zusammenarbeiten, dass das nicht zwei getrennte Welten bleiben, dass wir uns kennenlernen, dass wir kommunizieren und dass ein richtig gutes Produkt am Ende des Projektes darstellen wird. Das werden wir dann auch im Laufe des Zeites machen mit Marketing, mit Unterricht oder Education. Aber in dem Sinne wollen wir das anders machen als früher. Wenn wer Lust hat, sich daran zu beteiligen, wir sind eine Community, meldet euch. Es gibt sehr viel zu tun, es ist ein sehr großes Projekt. Sehr, sehr viel, ja. Unsere Ambitionen sind groß. Wir möchten das nächstes Jahr rausbringen. Wir tun unser Bestes, aber ja, viel hängt davon ab, mit wie vielen Leuten wir das machen können. Wir sind alle Freiwillige. Wir haben Tagesgeschäft auch. Tagesgeschäft. Unsere Familie. Also wir können nicht fulltime, volltäglich daran arbeiten. Also wird schon schwierig sein. Zu dem Produkt selber, das Joomla-Produkt. Ja, was wollen wir da machen? Soll das jetzt total kompatibel zu vorigen Releases sein? Oder soll es ständig aktualisiert werden sollen? Soll es beliebig anpassbar sein? Oder absolut stabil in dem Sinne? Soll es für die Massen sein? Oder Enterprise ready? Es ist halt eine Art Mission Impossible. Es werden Kompromisse sein von der technischen Seite. Was ist, will ich mal sagen, akademisch möglich? Vom Code her, was ist der optimale Code, die optimale Architektur? Und was können wir unsere Benutzer und Entwickler zumuten, dass sie dazulernen? Denn jeder wird wohl dazulernen müssen, denn wir werden die Architektur auf Stand der Dinge bringen. Von der Technik her in Dänemark haben wir uns gesagt, okay, wir haben verschiedene Zielgruppen, die haben wir uns angeschaut. Also die Benutzer, Site-Builder, Extension-Developers, Backend-User, Site-Owner, Contributor, Site-Visitor, Hoster. Das war von uns, waren die Personas, wo wir uns darauf fixiert haben, will ich mal sagen. Jetzt kommt auch UX dazu, die macht jetzt ihren eigenen Untersuchungen, macht viele Interviews mit Usern, um Personas zu definieren, untersucht momentan andere CMSs, um zu sehen, okay, was sind die Best Practices, und das soll dann in Athen in ein paar Wochen zusammenkommen, damit wir das richtig auf die Reihe bekommen. Unser Motto ist Design for Change. Dies ist eine Liste der Beschlüsse, über wie wir sie mit Wissen des Tages gemacht haben in Dänemark. Also sie sind nicht in Stein gemeißelt. Da kann schon noch was ändern. Wir sehen
ein Upgrade der PHP-Version, die wir benutzen möchten, weil halt die PHP-Version, die wir jetzt unterstützen, die entbehren ein paar eigenzeitliche Architektur- und Sprachelemente wie Treats und da weiß ich was. Ja, das könnt ihr alles nachlesen. Das sind unsere Ausgänge, Ausgangspunkte. Dann gebe ich jetzt das Wort weiter an Nils. Der wird euch jetzt die Ohren vollklatschen über die Architektur. Bleibt sitzen, behaltet die Ruhe. Ihr könnt im Nachhinein noch Fragen stellen. Nils. Ja, danke. Die Darstellungen jetzt sind sehr stark vereinfacht, weil ich auch gar nicht so viel Zeit habe, sehr in die Tiefe zu gehen mit den ganzen Geschichten. Wir kennen Joomla als modulares System, das auf eine Basis aufbaut. Das ist Framework, unsere Bibliotheken, die wir benutzen. Und auf diesen bauen die Komponenten als Säulen auf. Diese Komponenten haben derzeit das Problem, dass sie vielfältig verschmutzt sind mit Code, der Dinge macht, die alle Komponenten irgendwie betreffen. So wie die Versionierung, Tags, Kategorien, wenn man es genau nimmt, gehören auch zu. Der Workflow, das ganze Publish-Zeug, was wir haben. Das ist etwas, was alle Komponenten eigentlich brauchen und wo sich jeder Entwickler immer wieder hinsetzen muss, um das einzubauen. Und was wir vorhaben in Joomla 4 ist eine sogenannte orthogonale Komponentenstruktur. Das ist ein Wort, das könnt ihr nicht googeln, weil das gibt es noch gar nicht. Dabei geht es darum, diese Funktionalität in eigene sogenannte horizontale Komponenten auszulagern. Das hat den Vorteil, dass diese Funktion allen Komponenten automatisch zur Verfügung steht. Die Kommunikation zwischen diesen vertikalen Komponenten und den horizontalen Komponenten ist eventgesteuert. Und wenn jetzt dann zum Beispiel eine neue horizontale Komponente hinzukommt, steht die automatisch allen anderen zur Verfügung. Ja, wenn man jetzt irgendwie ein neues Versionierungssystem hat oder uns noch irgendwas Neues einfällt, was allen Komponenten zugutekommen kann. Das wird auf die Art geregelt. Und diese orthogonale Komponentenstruktur ist dann auch der Grund, warum wir das Projekt Pythagoras genannt haben. Diese Komponenten werden abgeschottet nach außen durch eine sogenannte Independency Border. Das heißt, wir haben verschiedene Kanäle, über die wir zugreifen können. Zum Beispiel können wir über den Browser zugreifen, wir können über die Web-API zugreifen, wir können über die Kommandozeile zugreifen. Ab hier weiß Joomla nicht mehr, wo diese Anfrage herkommt. Das hat zur Folge, dass sämtliche Funktionalitäten über alle Kanäle zur Verfügung stehen. Wir können Joomla skripten. Das heißt, wir können ein Bash-Skript schreiben, das irgendwelche Dinge, tatsächlich sinnvolle Dinge in Joomla tut. Wir können Joomla steuern in Gulp, in Grunt oder was immer uns einfällt. Am anderen Ende haben wir dann einen sogenannten Content-Tree, weil wenn wir kanalunabhängig sein wollen, muss auch das, was aus dem View rauskommt, erstmal kanalunabhängig sein. Also erzeugen wir einen Content-Baum, der besteht aus verschiedenen einzelnen Elementen. Man kann sich das vorstellen wie zum Beispiel einen Artikel oder fünf Artikel, sagen wir mal, eine Liste von fünf Artikeln. Die können gekapselt sein als Artikel-Items. Dann werden sie auf der Seite alle komplett hintereinander dargestellt. Oder sie sind getaggt als Blog. Das heißt, wir haben das so, wie es jetzt in der Blog-View ist, die Überschrift, den Teaser, vielleicht das Bild und ein Read-More-Link. Oder man sagt einfach, das ist eine Content-Liste. Dann ist das, was man bekommt, einfach nur die Links zu den Artikeln. Dadurch, dass wir jetzt diese unabhängige Struktur haben, können wir Renderer bauen, die uns unterschiedliche Formate ausgeben. Und das ist im Wesentlichen natürlich erstmal HTML, wobei wir hier auch verschiedene Varianten davon unterstützen können. Aber es ist genauso eben XML, es ist JSON, es ist PDF,
Das kann auch ja, ein EPUB sein oder ASCII-Doc, wenn ihr Bücher schreibt damit. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Bei HTML können wir sogar so weit gehen, dass wir verschiedene Renderer zur Verfügung stellen. Zum Beispiel einen, der Bootstrap 2 macht, einen, der Bootstrap 4 macht, einen, der Foundation macht. Ja, das ist alles dann möglich. Muss ich nur jemanden finden, der das schreibt. Mitliefern werden wir oder wollen wir jetzt von Anfang zumindest das, was jetzt in Joomla 3 drin ist, was jetzt geht, soll dann natürlich auch noch gehen. Und wenn wir das in vertretbarem Aufwand in der Zeit hinkriegen, auch zusätzliche Sachen. Gut, kommen wir jetzt zum Inneren der Komponenten. Zurzeit haben wir eben so diesen Frontcontroller, den habe ich jetzt erstmal einfach dargestellt. Das ist im Prinzip die Index.php und das ist das Application-Objekt. Dieser ganze Kladderadatsch, der da drin passiert. Von dort aus wird die Komponente aufgerufen über den Controller. Der macht was mit dem Model, der macht was mit dem View, am Ende kommt irgendwas raus. Und wir werden jetzt die Komponenten in Zukunft ansteuern über einen sogenannten Command-Bus, was den entscheidenden Vorteil hat, dass wir alle Kommandos global ergänzen können um zusätzliche Funktionen, wie zum Beispiel Logging oder so ein On-Before-Execute, On-After-Execute-Events können dort angesiedelt sein. Und wenn uns dann noch irgendwas fehlt und später einfällt, können wir das immer noch dazu packen für das ganze System. Das heißt, alle Komponenten profitieren sofort von dieser Funktion. Das ist zum Beispiel einer der Punkte, wo eingehängt wird in die horizontalen Komponenten. Auf der View-Seite wird der Content Tree gebaut. Der wird an den Renderer gegeben. Der baut einen Stream, also letztlich einen seriellen Datenfluss, der dann eben über den Kanal zurückgegeben wird. Das kann, wie gesagt, ein HTML sein, das kann JSON sein, was immer das sein soll. Nun ist die Frage, wenn ich jetzt nur noch so ein Content Tree ausgebe, wie kann ich dann noch Einfluss auf Gestaltung nehmen? Dafür gibt es dann die Möglichkeit, so ein Template-Adapter zu bauen. Das ist im Prinzip eine Erweiterung des Renderers. Der bekommt dann sogenannte DTOs, das sind Datentransferobjekte. Im Prinzip nackte Daten mit ein bisschen Wissen über sich selbst, aber ohne eigene Funktionalität. Die werden dann diesem Template-Objekt übergeben. Das baut daraus den Content Tree auf und gibt das dem Renderer. Der Renderer hat dann aber die Möglichkeit, wieder zurückzufragen, wenn er irgendwelche Content-Elemente trifft, die er nicht kennt. Und sagen Sie mal, wie soll ich das Ding denn hinmalen? Ist das soweit alles klar oder gibt es dazu schon Fragen? Das ist alles so einfach, ne? So, am meisten wird eigentlich passieren auf Model-Seite, weil bisher sind unsere Model so Gottobjekt-Monster. Die machen alles Mögliche, was jedem Bestreben von Separations of Concern völlig widerspricht. Das macht Datenhaltung, das macht Business Logic, das macht, man will das alles gar nicht wissen. Was wir da also als ersten Schritt machen werden, ist die Behandlung der Daten selber auszulagern in ein sogenanntes Repository. Dieses Repository ist dann zuständig für die Auffindung von Datensätzen, es ist zuständig für die Speicherung und es ist zuständig für die Validierung von Daten. Im Model selbst verbleiben schlichtweg noch die Business Logic. Dadurch ist es wesentlich einfacher, sich auf die einzelnen Dinge zu konzentrieren, weil sich das nicht mehr so vermischt. Im nächsten Schritt dann wird das noch weiter aufgeteilt. Das heißt, der Finder oder Locator oder zumindest der Part, der die Daten holt, wird getrennt von dem, der sie schreibt, dem Persister, das P da. Und das V steht für den Validator. Auch diese reden nur mit Hilfe von Datenobjekten, von den Datentransferobjekten miteinander. Das heißt, wir haben eine einheitliche Entity-Struktur im Prinzip, die im ganzen System hin und her geschoben wird. Einer der Vorteile ist, dass man zum Beispiel von einer anderen Komponente aus sagen kann, gib mir mal dein Repo, ja, zum Beispiel die Subskriptions-
Komponente, kann sagen, gib mir mal das User-Repo und dann kann ich mir einen bestimmten User holen und kann das Datensatz sehen, bearbeiten. Um ihn wieder zu speichern, muss ich dann ein Kommando nehmen und auf den Kommandobus packen, damit das ganze System rundherum da wieder getriggert wird und die User-Komponente wird angesprochen, um den Datensatz zu speichern. Für die User-Komponente ist es dann dasselbe, als hätte man das im Formular eingegeben. Das sieht den Unterschied nicht. So, was haben wir da jetzt noch? Achso, ja. Die Frage ist jetzt, dass das alles erstmal so kompliziert aussieht. Sieht nur so aus, weil das ist das, was für eine Komponente überbleibt. Ja, aber alles andere macht Joomla. Automatisch für alle. Ja, das heißt also, die Komponenten werden wesentlich einfacher. Um die Datenhaltung muss man sich nicht mehr kümmern. Das wird angegeben, wie die Daten strukturiert sind, wo sie gespeichert werden sollen. Und das Repo weiß das dann und macht das entsprechend. In der Komponente selber muss man dazu nichts mehr machen. Genauso die Kommandosteuerung und so weiter. Ja, über diesen Part kann man streiten, ob der zur Komponente gehört oder nicht. Er wird zwar immer mit der Komponente ausgeliefert werden, ist aber im Prinzip nur eine Erweiterung des Renderers. So, sind jetzt dazu noch Fragen? Wenn nicht, übergebe ich wieder an Marco. Ja? Die Frage ist jetzt, ob das Repository die Datenbank repräsentiert. Eher nein. Das Repository ist eine Verbindung zur Persistence Layer, ganz generell gesagt. Das muss keine Datenbank sein. Ich sehe da sogar auch Dateien. Na, aber da gehe ich ein bisschen weiter als andere. Auch die normalen Zugriffe aufs Dateisystem sind nichts weiter als Datenabfragen oder Datenspeicherung. Ja, das heißt, das gehört eigentlich auch dahin. Das ist die Frage, wie konsequent wir das am Ende machen können. Das ist auf dieser Seite hier völlig datenbankunabhängig. Der weiß, wie man Daten schreibt, der weiß, wie man Daten findet. Und müssen auch überhaupt nicht dieselben Datenbanken sein. Ja, das ist nämlich das ganz Interessante daran, dass wir dadurch, dass wir die trennen, die Möglichkeit haben, zum Beispiel einen Schreibserver zu haben und 10 Read-Server. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, da Load Balancing einzuführen und die Performance insgesamt verbessern zu können, wo immer das gebraucht wird. Und ob da jetzt eine MySQL-Datenbank hinterhängt oder Neo 4j oder wie auch immer, ist im Prinzip egal. Weil es kann für jedes Datenobjekt was anderes sein. Sonst noch Fragen? Die Frage ist, ob es in Richtung Enterprise Market geht. Ja. Aber eben nicht zu Lasten des Massenmarktes. Weil, kann, aber soll nicht. Muss nicht sein. Na, weil es ermöglicht ganz einfach, größere Sachen zu machen, die performancekritisch sind, ohne es zu müssen. Weil das Datenobjekt im Persistor und im Finder kann identisch sein. Dann haben wir die Situation wie jetzt. Aber es muss eben nicht. Das ist eigentlich der Trick daran. Ja? Ja? Ja, im Prinzip schon. Das Model weiß nicht, wie die Daten gespeichert sind und wo die liegen, in welcher Form die überhaupt irgendwo persistiert sind. Es könnte im Prinzip ein Affe am Keyboard sitzen und die Daten eingeben, wenn sie eingefordert werden. Ja, also das Model weiß davon überhaupt nichts. Das Repo weiß das, aufgrund der Informationen, die in diesem Datentransferobjekt stehen. Ja, also es ist im Prinzip, ihr kennt ja diese XML-Datei, die wir bei Forms haben. Da steht ja eine ganze Menge über die Felder drin und so weiter und so fort. Wenn man da jetzt mal den Part rauszieht, der die Daten definiert
und das noch ein bisschen aufpeppt mit Validierungsregeln und diesem ganzen Pipapo, kann man dem auch sagen, wo das gespeichert werden soll. Das kann man auch über Konfiguration machen. Das ist alles noch nicht entschieden, wie wir das dann letztlich genau auch von der Behinderung her machen. Dass das nicht ganz einfach umzusetzen ist, ist schon klar. Aber im Prinzip weiß jedes Datentransferobjekt dann, wo es hingehört. Und der Persistor zum Beispiel kann gucken, ah, das Ding soll ich da speichern. Dann macht er das. Also dann auch mehr als vorher soll man seine Daten nicht mit direkten SQL-Statements versuchen abzuspeichern, aber die Joomla-Funktion benutzen, um das zu abstrahieren. Dann können wir das auch dann richtig auslagern. Das wissen wir, wenn wir soweit sind. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, das ist auf jeden Fall die Absicht, dass das getrennt wird und dass das Model nichts mehr davon weiß. Ja, wie das nachher im Detail nachher umgesetzt ist, wissen wir nicht, weil an der Ecke sind wir noch nicht. Ne, wir befinden uns eigentlich mehr gerade an dieser Ecke. Ne? Da war eine Frage. Die Veränderung für die bereits bestehenden Projekte. Komm noch. Ja, aber ich kann trotzdem kurz darauf eingehen, ist das okay? Ja. Ist nicht wirklich vorhersagbar. Es wird einiges kaputt gehen, logischerweise, sonst bräuchten wir keine neue Nummer. Aber wir versuchen, die Schmerzen so klein wie möglich zu halten. Historie ist etwas, aus dem wir lernen. Wir wollen es besser machen. Wir wissen, dass wir Dinge kaputt machen müssen, um dahin zu kommen. Und das ist schon Kompromiss. Wir wollten eigentlich viel weiter. Wir werden aber, wie gesagt, alles tun, was wir können, um bestehende Komponenten mit möglichst wenig Umbaumaßnahmen dahin kriegen zu können. Ja, mehr kann dann zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Aber wir versuchen, die Schmerzen wirklich so klein wie möglich zu halten. Ja? Die Frage ist jetzt, ob es die Möglichkeit gibt, verschiedene Repositories pro... Please, can you repeat your question, so it's recorded. Yes. You just stated something like Joomla will determine what to do with the data, with the model. Yeah. Will it be possible to have differences between components? So the component will determine if the data will, in a model will come from a database, or maybe from some other source, like a web service from a CRM system? Ja, ich werde das jetzt für die Aufzeichnung noch mal kurz übersetzen. Die Frage ist, ob es innerhalb einer Komponente die Möglichkeit gibt, unterschiedliche Speicherungsarten anzusprechen, wie zum Beispiel ein CRM mit dem einen Teil der Daten und den Datenbank mit der anderen. Prinzipiell ja, weil die Information, wo und wie etwas gespeichert wird, das kann auch ein Webservice sein zum Beispiel, per Entity festgelegt wird. Ja, das heißt also, wenn ich meine Benutzerdaten nicht bei mir habe, sondern im CRM, dann lässt sich das prinzipiell machen. Ja? Beantwortet das die Frage? Gut. Ja? Inwiefern wollt ihr bei den einzelnen Bestandteilen auf externe Tools setzen? Wenn wir welche finden, die das tun, was wir wollen, auf die Art, wie wir es wollen, haben wir keine Angst, sie zu benutzen. Zum Beispiel Command-Bus-Patterns gibt es ja schon als fertige PHP-Bibliotheken. Ja, ich habe mir taktischen näher angesehen zu dem Thema. Ich bin noch nicht 100% überzeugt, ob das richtig ist, ob das für uns das Richtige ist. Es geht aber auch definitiv in die Richtung. Also ich habe mir Simple Bus und Tactician mir eigentlich näher angesehen bisher.
Und nur hat ein Command Bus nicht so großen Umfang programmtechnisch, dass wenn ich da 2-3 Änderungen will, habe ich leichter eine neue geschrieben als die angepasst. Ja, also wie gesagt, wir haben keine Angst, Drittsachen mit reinzunehmen. Wir werden sie auf jeden Fall abschirmen, damit sie austauschbar bleiben, weil die Design for Change ist das Stichwort, das ist das Wichtigste. Das heißt, alles, was wir einsetzen an Drittkomponenten, alles, was wir einsetzen an Komponenten, auch die User-Komponente und diese Geschichten, werden austauschbar. Also einfach gesagt, grundsätzlich sind wir faul, wir setzen alles, was wir finden können, aber denken drüber nach. Es muss passen. Also wir haben eigentlich wenig Lust, jetzt unser Konzept zu verbiegen, damit wir das Tool nutzen können. Das macht keinen Sinn. Wenn das Tool passt, nehmen wir es gerne. Sonst noch Fragen? Es kommt nur noch ein Slide. Also, hab's noch Fragen? Kann es nachher stellen. Also, es ist schon anberührt von Nils. Die Migration, das hat viel Kopfweh gekostet in der Vergangenheit. Und unser Motto ist Design for Change. Also, dass wir uns flexibel aufstellen können, dass wir Änderungen vornehmen in der nächsten Generation der Software, ohne Backwards Compatibility zu verletzen. In 4 werden wir sie verletzen. Wir haben die Semantic Versioning, wo wir sagen, okay, innerhalb der 3er-Version, was funktioniert, soll funktionieren, soll bleiben funktionieren. In 4, ja, muss was geschehen. Man kann kein Omelett machen, ohne ein Ei zu brechen. Und in dem Sinne bricht Joomla 4 mit Backward Compatibility. Aber wir haben so auch in Dänemark gesagt, wir möchten die Immigration einfach machen. Wir streben eine Ein-Klick-Migration nach, dass der Benutzer, zumindest soweit es das Core von Joomla angeht, nur auf einen Button zu drücken hat und dann geht's. Was wird schon vieles dahinter stecken, aber das ist, was wir möchten. Für die Anwender möchten wir die Änderungen minimalisieren. Wir werden das kombinieren mit Schulung. Es gibt jetzt auch schon viele Sachen, die wir in 4 brauchen werden, die man auch schon in 3 machen kann und eigentlich müsste. Neuere Prinzipien von, wie man mit Code umgeht, Namespacing, Deprecation, also Sachen, die man nicht mehr nutzen sollte. Wenn man das jetzt alles schon mal in 3 macht und den Code richtig aufpoliert, dann hat man weniger zu machen, wenn es dann darauf ankommt, auf 4 umzusteigen. Und in dem Sinne werden wir dann auch Schulungsangebot vorbereiten, um alle zu helfen, die Komponenten rechtzeitig umzusetzen. Das wird dann in Form von Vorbildkomponenten, Trainingssessions. Ja, ich weiß, die Details weiß ich noch nicht. Das Blaue ist noch nicht eingefüllt, aber es ist sehr. Ja, es liegt uns nah am Herzen, dass wir das dann auch gut hinkriegen, dass es da keine Frustration gibt. Und im Endeffekt sollte es dem Programmierer einfacher werden, denn die Management Summary wäre, das gelbe Blöckchen war schon ganz groß und am Ende war es klein. Wenn jetzt man das Extension Tags unterstützen möchte oder Versioning, da muss man schon ganz viel machen. In Joomla 4 braucht man eigentlich nichts machen. Da macht Joomla das für dich. Ja, man darf nur nichts mehr falsch machen. Und man kann dann auch nichts mehr falsch machen. Das ist auch sehr wichtig. Also das Leben wird dann einfacher, aber ja, es kostet was. Fragen zu dem oder noch Fragen zu der Architektur? Ja? Entschuldigung, gib dir mal das Mikro. Wird das FOF dann noch benötigt?
wenn das so einfach ist? Nein. Das wäre auch meine Antwort gewesen. Wir werden aber uns in vielen Punkten anlehnen an Dinge, die in der FOF richtig gut gemacht wurden. Ja, da ist lange nicht alles gut, aber viele gute Ansätze drin. Und die werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Und der Niklas ist ja auch Teil des Architekturteams. Also viele Sachen werden wir auch aus FOF unternehmen, übernehmen. Also ja, nein ist etwas schwarz-weiß, aber vieles, das meiste wird schon in Joomla 4 eingegeben werden. Noch mehr mit Fragen? Ja? Thomas, macht auf das Mikro. Was passiert mit dem jetzigen Joomla Framework Team? Also das. Wir benutzen so viel wie möglich Framework-Komponenten und das Framework wird weiter bearbeitet. Also sind, ja, wir nutzen alles, was wir nutzen können. In unserem Entscheidungspapier steht ein Punkt, der heißt Framework Reconciliation. Das heißt so deutsch Versöhnung mit dem Framework. Wir benutzen so viel wie möglich aus dem Framework und was wir brauchen, wie zum Beispiel jetzt mit der Session-Komponente, die ich brauchte jetzt für hier vorne, habe ich erstmal im Framework die Session-Komponente so aufpoliert, dass ich sie gebrauchen kann. Ja? Und dann ziehe ich sie rein und mache in Joomla 4 weiter. Das heißt also, ich erfinde da nicht neu und ich versuche nicht noch eine CMS-Klasse da drauf zu packen, die das wieder anpasst, weil das ist Blödsinn. Wir möchten gerne den Joomla-Ordner und den CMS-Ordner aus der Libraries loswerden. Ja, wir wollen das Framework über Composer reinziehen, dann haben wir es im Vendor-Verzeichnis. Dadurch bleiben die einzeln updatebar. Und wir können die, wenn wir irgendwo ein Problem entdecken, das lösen und dieses Einzelding nachziehen, ohne dass wir gleich ein neues Release machen müssen. Ja, dass wir da so viele Dinge vereinfachen. Ja, das heißt also, wir werden es nicht ganz schaffen, diese Verzeichnisse loszuwerden. Zumindest nicht im ersten Schritt. Aber im Endeffekt ist eben das Ziel, dass wir das tatsächlich sauber und korrekt machen, indem wir die Sachen als externe Dependency reinholen, und zwar aus dem Framework. Warte mal. War keine Meldung. Nein, Victor, du kriegst auch die Mikro. Hast keine Frage. Du bist still. Das war nur eine Zustimmung. Das war eine optische Zustimmung. Das ist ein Unikum, dass er nicht redet. Oh! Jetzt haben wir die Komponentenstruktur ein bisschen, sag ich mal, aufgegliedert. Ja. Das berührt aber nicht die Logik der Plugins und Module, oder? Werden die bleiben oder wird sich da was verändern? Module werden wahrscheinlich verschwinden, weil die keinen Sinn machen. Es sind nämlich eigentlich nichts anderes als Views auf Komponenten. Ja, und das haben wir schon. Der Unterschied liegt daran, in welcher Position sie gerendert werden. Das heißt, in welches Content-Item du die einfasst. Ja. Natürlich wird die wahrscheinlich vom Backend die Modulsteuerung nicht verschwinden, aber die Module. Ja, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Liste von Content haben möchte, was haben wir hier, die Top 10 Artikel, wozu soll ich die brauchen? Ich habe meine Liste mit den Artikeln, die kann ich mir holen und sage, mach mir da mal raus eine Liste. Dann habe ich das, da brauche ich kein Modul mehr für zu schreiben. Das geht einfach so. Ja, das heißt also, alles, was wir jetzt an Modulen haben eigentlich, mag sein, dass es welche gibt, die überbleiben. Na, das wissen wir jetzt nicht. Aber so wie es jetzt aussieht, gibt es eigentlich keinen Grund, die zu haben. Ich für mich würde es auch sehr schön finden, wenn ich kein Custom HTML-Module mehr habe und meine Kunden das erklären muss, dass man zu einem in den Artikel etwas Text reingibt oder zum anderen in Module und dann auch Positionen, dass meine Kunden verwirrt das. Ja, Custom HTML ist schlichtweg ein Artikel. No? Bitte? Ja, so die Plugins. Die meisten der Plugins, die wir haben, werden in den horizontalen Komponenten verschwinden. Weil die Kommunikationsmechanismen sind ähnlich zu dem, wie wir es jetzt haben, mit den System-Plugins zum Beispiel.
Auch da werden wir sehen, ob wir das ganz bereinigen können oder ob da welche überbleiben. Ja, im Prinzip die Schnittstellen, wie wir sie jetzt haben von den Plugins, behalten wir, zumindest vom Grundsatz. Es soll wesentlich aufgeräumter werden, weil ich glaube, dass man, aber ich bin da mit Nick zum Beispiel ganz uneinig, weil Nick meint, wir brauchen für jede Kleinigkeit ein eigenes Event und ich denke, wir kommen mit einem Dutzend Events aus. Ja, weil man das besser machen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass man sich ein Dutzend Events wesentlich besser merken kann und wesentlich sauberer mitarbeiten kann, als man das mit 1200 kann. Ja, um das andere extremer zu sagen. Ja, aber da sind wir auch noch ein bisschen am Diskutieren und wir werden da wahrscheinlich einen sehr gesunden Kompromiss finden. Ich habe jetzt noch ein gutes Beispiel, wenn du sagst, die Module werden verschwinden. Ich habe zum Beispiel ein Modul, mit dem ich wiederum drei Komponenten bediene oder verwende und die Daten mir von drei verschiedenen Komponenten hole und die ausgebe. Wie soll sowas dann funktionieren? Weil ich will da nicht dreimal das Gleiche schreiben. Ich habe halt ein Modul, wo der Grundsatz, meine ganze Architektur, meine Patterns drin sind und wo ich die Daten herhole, sind dann halt Abstraktionen des Ganzen. Hast du Kontrolle über alle drei Komponenten? Inwiefern? Also Entwicklungstechnisch. Entwicklungstechnisch nein. Über gar keine davon. Über eine vielleicht, ein bisschen. Ja, das reicht ja. weil dann ist das, ja, dann ist das ein Kommando, das du da absetzt und sagst, gib mir mal diese Datenstruktur. Ja. Ja, und dann kriegst du die Datenstruktur und die stellst du einfach da. Ob du sie nur in der Modulposition oder von einem Hauptfeld darstellst, das ist dem System egal. Okay. Also im Prinzip wird dann das, was du jetzt als Modul hast, eine Funktion in deiner Komponente. Das ist praktisch ein View, für den du kein Menü-Item anlegst. Ja, aber ich müsste dann sozusagen ja dreimal diese View schreiben. Also warum? Für die eine Komponente, für die nächste und für die dritte dann. Es ist so, die drei Komponenten müssen, also ich nenne es jetzt einfach mal beim Namen, das ist einmal Container, Joom Social und Community Builder. Und ich habe einfach das Modul geschrieben, wo ich sozusagen die Nutzerdaten und die Geburtstage etc. halt einfach mir aus dem, was halt installiert ist und was derjenige sich halt dann einstellt und verwenden will, raushole und gegebenenfalls auch miteinander kombiniere oder auch nicht. Oder dann entsteht ein Problem genau daraus, dass wir die alte Architektur immer noch an der Backe haben. Ja, weil die nämlich nicht das tun, was wir in Joomla tun werden, nämlich für jeden Scheiß Interfaces zu haben. Das heißt, wenn du jemals eine Social-Komponente für Joomla 4 machen willst, die was taugt, dann gibt es ein Interface, welche Abstimmungsmechanismen wir dafür haben, bis es dann entschieden ist, ob wir das Interface nehmen oder ein anderes, die haben wir noch nicht festgelegt. Da fehlen uns auch noch ein paar Ideen, da hätte ich auch gerne ein bisschen Input zu. Aber generell wird dann entschieden, wir haben dieses Interface für Social-Dinger. Und dann müssen halt diese drei Social-Dinger dieses Interface implementieren. Das heißt, einen Service zur Verfügung stellen, der die Daten über eine einheitliche Schnittstelle liefert. Ja, und das heißt, du sagst dann baust du eben eine extra Komponente, die ist ganz klein, jetzt heißt sie Modul, dann heißt sie Komponente, ja, die dann in der Lage ist, auf diesen Service zuzugreifen und die Daten aufzubereiten in einem View. Okay. Hast du noch eine Frage, Robert? Ja? Wären diese Services denn auch von einem Drittanbieter sozusagen erweiterbar? Ja, hättest du aber keine Freude dran. Naja, aber ich meine, sonst muss ich mich ja auf das beschränken, was der Anbieter der Komponente meint, was möglich sein soll. Und wenn ich das mal... Das ist der Punkt mit der Definition dieser Interfaces, weil das ist noch nicht geklärt, wer das letztlich entscheidet. Also das finde ich, also ich meine, du kennst das ja auch, wenn man mal bei Virtual guckt, wie viele verschiedene Module da, wie viele verschiedene Arten von Daten irgendwo rausziehen. Ja. Also was die Services angeht, wir haben als Diskussionsbeispiel immer ACL. Ja? Ich träume davon, einen Großteil von ACL als horizontale Komponente machen zu können, damit ganz einfache CRUD-Anwendungen, wie wir sie ja immer wieder haben, die meisten sind ja einfach nur solche, sich um ACL überhaupt nicht kümmern müssen und es trotzdem haben. Ja? Nick sagt, das geht nicht. Und bei seinen Beispielen, wie der Subskriptionskomponente, hat er auch recht, da geht es nicht.
Aber für einfache Anwendungen lässt sich das vielleicht realisieren. Wir müssen also festlegen, eine Schnittstelle für ACL, die allgemeingültig ist, damit ACL austauschbar ist. Ja, weil das ACL-System, wie Joomla es hat, aber bisher kaum jemand verstanden hat, ist eigentlich sehr gut. Wir haben das Problem, dass wir, als das eingeführt wurde, das so haben aussehen lassen wie das alte. Und deshalb dachten alle Leute, das benutzt man auch wie das alte. Ja, und das hat eben dazu geführt, dass da ganz merkwürdige Sachen bei rauskamen und das Potenzial davon eigentlich nur sehr selten genutzt wurde. In Joomla 4 wird es halt die Möglichkeit geben, ACL auszutauschen. Das heißt, man kann ganz Einfaches machen. Man kann auch sagen, ich will gar keins haben. Dann muss man zum Beispiel 0 ACL da reinpacken. Oder man kann was Hammerkompliziertes sich einfallen lassen. Hauptsache, dieses Service-Interface wird implementiert. Das ist das, worum es geht. Dieses Interface muss erfüllt sein, damit alle die Komponenten, die auf ACL sich verlassen und es brauchen, wie zum Beispiel eine Subskriptionskomponente, sagen kann, ich brauche jetzt das. ACL-Komponente, gib mir das mal. Ja? Das heißt, diese Schnittstelle muss wirklich einheitlich sein über alles, was ACL implementiert. Das hindert uns aber nicht daran, ein ACL 2 zu machen, als Version 2, das anders ist, dass man Alternativen machen kann. Ja, aber dann muss die Subskriptionskomponente sagen, also ich komme mit ACL 1 und ich komme mit ACL 2 klar, ist mir egal, welche ich bekomme. Oder es sagt, ich brauche ACL 1, ist mir egal. Das heißt, um das laufen zu kriegen, muss auf der Seite ACL 1 installiert sein. Egal welche Implementierung. Aber dieses Interface muss vorhanden sein. Ja, das ist das, worum es geht. Hindert auch nicht daran, dass wiederum eine ACL-Komponente sagen kann, ich implementiere beide Interfaces, damit ich möglichst viele bedienen kann. Ja, ich nehme das ursprüngliche, das da von Anfang an war, das 1. Ich biete aber auch eben das 2er an, damit die neuen Sachen, die diese Spezialkram haben wollen, das auch können. Ja, diese Möglichkeiten werden existieren. Beantwortet das die Frage soweit? Ja, viel genauer lässt sich das jetzt noch nicht sagen, weil wir sind eben noch nicht an der Ecke. Ja, wer möchte noch was fragen? Okay, dann scheint alles klar soweit. Ja. Ich wusste gar nicht, dass das so einfach ist. Ja, wir haben versucht, dich... Ach, Thomas, ja, hat noch was. Thomas, ja. Um nochmal ein altes Buzzword aufzugreifen, Unified Content, ist das noch Thema? Da hatten wir einen Streit drüber. Weil das, was hier als Unified Content Tree war, oder Universal Content Tree, ich hab gewonnen. Hatte ich Unified Content Model genannt. Weil ich damit eigentlich auch eine Frage provozieren wollte, weil das hier ja auf Objektebene ist, nicht auf Klassenebene oder Datenbankebene. Und auch nur da gibt's das. Ja, wenn die Kategorien eine horizontale Komponente sind, wenn man sich die Datenstruktur von Kategorie anguckt, ist die vom Artikel nicht sehr verschieden. Ja, es gibt gar keinen Grund, eine eigene Tabelle für Kategorien zu haben. Ja, das kann genauso gut in der Content-Tabelle gespeichert werden. Ja, wir werden auf jeden Fall dabei haben Custom Fields. Ja, und das heißt also, dass man, wenn man, also für die meisten Anwendungen ist es ausreichend, die Content-Struktur zu nehmen, weil die eigentlich alles bietet, was fast alle brauchen, und sich da die Felder dran zu hängen, die man braucht, und dazu zu sagen, das ist jetzt mein neues Content-Item. Ja, dann hat man das. Also insofern haben wir ein Unified Content Model. Weil sich das ganz logisch und ganz klar so ergibt, ohne dass man da irgendwelche Klimmzüge machen muss mit einer extra UCM-Tabelle und Verweis dahin und hier quer und da hinten und na, hinten durch die Brust ins Auge. Das ist Murks. Und wir wollen keinen Murks machen, wir wollen geiles Zeug machen. Ja, unser Traum ist, dass Martin Fowler irgendwann mal aufsteht und sagt, boah, Joomla. Ja? Ja? Ja, weil dieser ganze Mechanismus da vorne ein komplett neues Routing-Modell erfordert. Das geht gar nicht anders. Wir haben eher das umgekehrte Problem. Wie erhalten wir die Item-ID für die, die sie brauchen, um ihre URL zu behalten? Das ist eigentlich unser Problem jetzt. Ja, dass sie wegkommt, ist nicht das Problem. Das Problem ist, wie wir sie behalten.
Ja, irgend sowas in der Art müssen wir uns einfallen lassen. Werden wir auch. Weil, wie gesagt, wir wollen die Schmerzen so gering wie möglich halten, auch für den Zeitbetreiber. Also nicht nur für die Entwickler, nicht nur für die Integratoren. Ja? Letztlich soll unterm Strich für alle alles einfacher werden. Wir machen jetzt Design for Change. Was wir jetzt haben in 3 ist nicht Design for Change. Das heißt, der Übergang tut jetzt weh. Aber durch die Struktur, die wir da einbauen, sind Änderungen wesentlich leichter möglich, ohne was kaputt zu machen. Ja, weil wir völlige Unabhängigkeit der einzelnen Teile voneinander erreichen. Sie sind alle einzeln austauschbar, ohne was kaputt zu machen. Das heißt, man kann also, wenn man irgendwie sich darauf verlassen hat und irgendwie die ganze Struktur dran hängt, das Alte weiter benutzen. In Zukunft. Ab 4. Ja? Das heißt, viele von den Dingen, die wir uns einfallen lassen, haben wir gesagt, okay, das schaffen wir nicht in 4, weil das ist den Leuten zu viel, weil das ein Sprung ist und kein Schritt mehr. Wir versuchen das so zu machen, dass man es eben noch nachvollziehen kann, was passiert. Das heißt, wir haben viele Features auf 5 verschoben. Also auch auf Architekturbasis. Weil sie ganz einfach jetzt ein zu großer Schritt wären. Weil dann keiner mehr mitkommt. Ja, und wir wollen dann natürlich unsere Userbasis auf keiner der, wir haben die ja vorhin gesehen, was wir als User betrachten. Wir wollen keinen davon verlieren. Und wir wollen sehen, dass unterm Strich alle glücklich sind. Der grobe Zeithorizont. Zukunft. Dazu sagst du besser was, Marco. Ja, kann man als nicht. Teamlead. Dank dir. Ja, ich habe schon ein wenig angedeutet. Ich wäre sehr stolz, wenn wir das in 2016 rausbekommen. Es ist schrecklich viel Arbeit. Es sind nur Freiwillige, haben Tagesjobs und das macht es schwer. Ich kann auch nicht mit einer Peitsche rumlaufen und sagen, okay, jetzt musst du, nächste Woche solltest du das machen. Und warum machst du das dann? Ja, das haben uns Strafe ist dann im Nachhinein. Meld dich einfach. Nein, das ist, ja, das ist die Schwierigkeit mit Freiwilligen. Wir haben jetzt auch die letzten Monate dafür benutzt, um uns einzuregeln und zu sehen, okay, wir wollen das machen, aber was haben wir jetzt gemacht? Dass wir uns in Athen überlegen und daraus die Schlüsse ziehen, was können wir machen in der Zukunft? Wie können wir dafür sorgen, dass die Leute, die alles im Kopf haben, nicht auch alles ausführen müssen und dass wir ganz viele Füße auf den Boden bekommen, feet on the ground, das ist in Englisch, die helfen können, das auszuführen. Das wird, ja, das ist unsere große Challenge, will ich mal sagen. Ja, letztlich, wenn das jemanden angeregt hat, dann sagt er, Mensch, da habe ich ja richtig Lust zu, weil na, das ist eine Zukunft, zu der habe ich, auf die habe ich echt Bock, da möchte ich dran mitmachen, dann bitte kommt, meldet euch bei mir oder bei Marco. Wir sind froh über jeden, der wirklich aktiv mitarbeiten möchte daran.